Bei hohen Überspannungen oder hohen Stromdichten haben wir häufig Sättigungsphänomene in Stromspannungskurven von Elektroden. Diese sind mit der Diffusionsüberspannung zu erklären. Wir betrachten das Konzentrationsprofil in einem Elektrolyten bei geringer Stromdichte. Hier links ist die Elektrode, die Elektrodenoberfläche, hier ist die Konzentration im Elektrolyten, überall gleich. Wenn wir die Stromstärke langsam erhöhen, verarmt die Schicht direkt an der Elektrode an Ionen, denn diese werden mehr und mehr entladen. Und wir haben einen Unterschied zwischen der Oberflächenkonzentration und der Konzentration im Innern des Elektrolyten. Im Grenzfall, beim Grenzstrom, wird jedes an der Elektrode ankommende Ion entladen und wir haben quasi eine Konzentration 0. Auch wenn wir den Elektrolyten stark rühren, haben wir eine sogenannte Nernstsche Grenzschicht, innerhalb der die Konzentration von dem C0-Wert auf 0 abfällt. Diese Nernstsche Grenzschicht können wir von der Dicke her variieren, wenn wir zum Beispiel eine rotierende Elektrode aufbauen und die Drehgeschwindigkeit variieren. Eine andere Möglichkeit ist es, eine Tropfelektrode mit Quecksilber aufzubauen. Auch hier haben wir Möglichkeiten, die Diffusionsgrenzschicht definiert einzustellen. Im Allgemeinen ist die Dicke dieser Diffusionsgrenzschicht zwischen 5 mm bei nicht gerührten Elektrolyten und 1 Mikrometer bei sehr schnell und intensiv gerührten Elektrolyten. Bei der Diffusion gilt das Fick'sche Gesetz. Die Stoffmengenflussdichte ist proportional dem Konzentrationsgradienten. Der Konzentrationsgradient ist gegeben als Konzentration im Inneren des Elektrolyten minus Konzentration an der Oberfläche durch Dicke der Nernstschen Grenzschicht. Wenn wir diesen Konzentrationsgradienten in das Fick'sche Gesetz einsetzen, dann unsere Stoffmengenflussdichte durch einen Strom ersetzen, entsprechend dem Faradayschen Gesetz, haben wir für die Stromstärke diesen Ausdruck hier unten. Im Grenzfall wird C gleich 0 und wir erhalten diesen Grenzstrom. Für die Nernstsche Gleichung ist die Konzentration direkt an der Elektrode entscheidend. Für Stromfluss gleich 0 ist das nicht relevant. Hier haben wir das Gleichgewichtspotential. Wenn die Konzentration absinkt, ändert sich das Potential. Die Differenz zwischen dem Potential bei stromlosem Zustand und strombehaftetem Zustand ist die Überspannung. Zusammen mit dem vorhin abgeleiteten Wert für den Quotienten C durch C0 können wir diese Gleichung aufstellen, die die Überspannung als Funktion der Stromstärke darstellt. Wir können die Gleichung auch nach I auflösen. Diffusionslimitierte Elektroden werden zum Beispiel benutzt in der Analytik. Bei hohen Stromdichten macht sich die Nernstsche Diffusionsschicht bemerkbar. Schließlich ist der Transport der Ionen nur noch diffusionskontrolliert. Wir haben einen Grenzstrom, der proportional ist der Konzentration C0.